Wer im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Finstern wohnen, strahlt ein Licht auf. Jesaja 9, Vers 1. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still, so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben. Aber wollen die Menschen noch an Gott glauben? Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich einfach zur Seite. Sie lieben nur sich selbst und nicht die anderen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte: Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Fast fing es an zu weinen. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Hölzchen nahm das Kind von dieser Kerze Licht und erweckte die anderen Lichter Frieden, Glauben und Liebe wieder zum Leben. Und sein Gesicht strahlte wie der Stern von Bethlehem.